Ich habe angefangen, halt Dokumentarfilme zu drehen, kleinere, und irgendwann hat ein Freund von meinem Vater mir davon erzählt, dass es in Amerika irgendwie badische Leute gibt, die badisch können nach 150 Jahren, und das fand ich wahnsinnig, wahnsinnig interessant. Der erste Kontakt war mit dem Mann von Betty Gag, die uns quasi unsere Kontaktperson war, und der war auf dem war gerade im Hühnerstall und kam dann so raus und hat halt irgendwie gesagt, die Bibeli und so, war gerade Bibeli-Viertel und so. Können Sie fort? Können Sie fort manchmal? Ja, überall. Der Dialekt war immer Thema für mich. Ich habe ein paar Dokumentarfilme gedreht, kleinere, und da ging es dann auch immer wie so um Heimatgeschichten oder meine Oma und so, um den Dialekt ein bisschen zu bearbeiten. Und das Thema, als es dann gekommen ist, als ich das gehört habe, dass es das gibt, dachte ich, okay, das muss ich machen. Und für mich ist Sprache als Schauspieler extrem wichtig, weil es mein Arbeitswerkzeug. Und Dialekt benutzt man manchmal. Sehr selten halt. Ne? Meine Brüder sind da in den Wald gegangen und da drunter ein Hase hat ein Loch gehabt. Und ich habe ein Grassack nie gesehen. Und der Hase ist gekommen und ich habe den Grassack nie. Und habe ich den Grassack genommen und habe den Hase kaputt gemacht. Der Ort dort drüben ist eigentlich Saint-Genevieve. Das ist ein französischer Herkunft gewesen. Das haben französische Siedler gegründet und liegt bei St. Louis, eine Stunde entfernt, in Missouri. Und die Badener sind darüber gekommen und haben sich da quasi den Franzosen angenähert. Ich glaube, dass da teilweise Elsässer auch da waren, die angelockt haben. Und die haben dort drei Orte gegründet, Zell, Weingarten und New Offenburg. Mein Großvater, meine Großmutter, mein Männervater und erst Onkel Severin. Vorgefunden habe ich dann im Endeffekt wenige Menschen, die halt tatsächlich noch Dialekt konnten. Es waren vielleicht noch so 10, 11, und davon waren vielleicht 5, 6 richtig gut. Es war klar, dass es relativ spät ist schon, dass die Generation, nach 5 Generationen die Leute schon sterben. Da gibt es einen alten Mann zum Beispiel, der wurde uns angekündigt als total toll badisch sprechender Mensch, und der konnte kein Badisch mehr, er war 92, und da hat die Sprache schon aufgehört für ihn. Also, und ich habe ihn wirklich versucht zu konfrontieren mit einfachsten Vokabeln wie Gelrube oder so halt, und plötzlich kam dann irgendwie ein Gedicht aus dem Schwarzwald so. Nur Glauderbach habe ich meinen Stumpf verloren. Can you translate that? You can say it again. Noch, I don't know if I got these words correct, but hab ich meinen Strumpf verloren. I lost my sock. Und ohne Strumpf gehe ich nicht heim. Ja, man sieht überall badische Namen, Wahlwerbung, Fallert und so. Ne? Das fand ich immer ganz, ganz, ganz witzig, dass da so riesige Wahlwerbung für Fallert. Es gibt einen Metzger dort, der auch so Schwarzwälder Spezialitäten noch so ein bisschen hat. Aber ganz, ganz am Rand eigentlich. Ja. Aber so richtig große Pflege des Brauchtums oder so gibt es eigentlich nicht. Es gibt wirklich vereinzelte Menschen, die darum kämpfen. So. Es gibt eine Frau, Patty Nägel heißt die dort, und die hat einen Kinderchor und die singt mit denen halt das Badenerlied. Die leben amerikanisches Leben und auch mit dem Football. Ich meine, die haben halt deutsche Namen. Aber ich weiß nicht, ob sie tatsächlich wissen, dass es deutsche Namen sind oder so. Ne? Die ganz junge Generation hat sowieso kein Interesse daran, glaube ich.